Okay, Liga geschafft. Was passiert jetzt? Na, mein Schatz, du musst ja ganz schön geschafft gewesen sein, so tief und fest, wie du geschlafen hast. Ja, ich schlaf gerne tief und fest. Ding dong. Alola! Seht mal, wen die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Mauzi. Oh, das ist ja ein Mauzi aus Kanto. Hui, und wie die Münze auf seinem Kopf glitzert. Ich mag Mauzi, Ich habe Obi doch endlich mal sein ganzes Können im Kampf entlocken können. Und weil ich als Belohnung ein paar tolle Sachen bekommen habe, dachte ich mir, ich gebe dir auch was davon ab. Was denn? Wow, okay. Das sind die zwei anderen Set-Kristalle. Jetzt habe ich für jeden Starter die Dinger. Das ist geil. Das ist gut, Leute. Primarenium-Set. Damit wirst du unschlagbar sein. Das ist echt nett von dir, Tali. Was ich bei der Gelegenheit mal fragen wollte, ist Kanto eigentlich sehr weit weg? Ja, schon recht weit. Ich glaube, im ersten Part sieht man den Globus und das ist auf der anderen Seite der Welt, ne? Ist schon recht weit. Wie man's nimmt, würde ich sagen. Ein Mauzi-Sprung ist es natürlich nicht gerade. Aber wenn du mal hin möchtest, kannst du das jederzeit tun. Ich will auch hin! Also gut, dann steht die Sache für mich fest. Ich trainiere fleißig weiter, um noch viel, viel stärker zu werden. Und gehe dann mit meinem Pokémon ganz groß auf Reisen. So kann ich dann auch Lilly und meinen Papa wiedersehen. Dein Papa? Wer ist denn dein Papa? Dein Papa? Sag mir nicht, dein Papa ist Rocco. Weil das wäre halt voll geil, ne? Wegen den Augen von seinem Opa und so. Ja, genau. Er war ein ziemlich starker Trainer, aber irgendwann hatte er wohl einfach genug davon, immer nur der Sohn des Inselkönigs zu sein. Daraufhin hat er eines Tages Alola verlassen, um woanders Arbeit zu finden. Ich werde mich jedenfalls so lange den Herausforderungen im Kampfbaum stellen, bis ich gegen Mulai gewinne. Kampfbaum? Wenn ich dann meinen Papa wiedersehen kann, dann kann ich ihm zur Begrüßung gleich den Titel des Champs als Geschenk präsentieren. Toll, Tali, aber sag, was genau ist denn dieser Kampfbaum? Der befindet sich im hintersten Winkel von Pony. Ach, das ist da, wo der eine Typ mich nicht durchgelassen hat, ne? Okay. Wer die Inselwanderschaft erfolgreich hinter sich gebracht hat, oder zumindest meint, ausreichend stark genug zu sein, kann sich dort mit gleichgesinnten Trainern messen. Ich freue mich schon drauf. Das werden die besten Kämpfe überhaupt. Wow. Hört sich toll an. Ich kann es noch immer nicht glauben. Du bist der Champ. Da werden dich jetzt viele herausfordern wollen. Mautz. Okay, sehr schön. Und wer bist du? Bist du da? Du bist doch Mulai, oder? Ja. Gut. Ich bin im Auftrag einer gewissen Person hier. Bevor du Fragen stellst, sieh dir das hier an. Seltsame Karte. Okay. Lies es dir in Ruhe durch, dann wirst du alles verstehen. Du verstehst sicher, dass ich dich darum bitten muss, diese Sache hier geheim zu halten. Was? Okay. Hä? Wo sehe ich denn das jetzt? Seltsame Karte. Eine rätselhafte Karte, auf der folgendes steht. Ich warte im Motel am Rand von Route 8 auf Akala.
Okay. Können wir mal machen. Aber bevor wir das machen, will ich noch was anderes überprüfen. Und zwar gab es doch mal im Schnäppchenparadies einen, der zu mir gesagt hat, komm wieder, wenn du Champ bist. Und ja, mal sehen, was der von mir jetzt, was der jetzt für mich hat. So, bin ich hier richtig? Glaube schon. Boah, kannst du dich mal verpissen? Danke. So, gut siehst du aus. Ja. So, hier sind wir falsch. Wir müssen hier rein. Ah ja, Glücksei machen wir auch noch, genau. Willkommen im Schnäppchenparadies. Hier, Rabattcoupon. Da, 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 da. So, wer war denn das? Ich glaube, das war sogar der Erste. Immer hereinspaziert. Willkommen im Schnäppchenparadies. Hey, du, warte mal. Das Funkeln in deinen Augen verrät mir, dass du trotz deines Alters ein talentierter Pokémon-Trainer bist. Woher ich das weiß? Naja, ich war nicht immer nur das strahlende Lächeln hinter dieser Kasse. Als Trainer habe ich meine Inselwanderschaft einst mit Bravour gemeistert. Mein Evoli und ich, Evoli Profi Ivan, waren damals bekannter als ein buntes Yorkliff. Was? Aber ehe ich mich versah, war ich verheiratet und hatte Kinder. RIP. So, bald schon zählten Mietzahlungen zu den Prüfungen in meinem Leben. Oh je. Und jetzt bereite ich mich auf die große Prüfung vor, meinen Ruhestand. Aber genug davon. Ich hätte da eine Aufgabe für einen talentierten Trainer wie dich. In meiner Blütezeit stand ich immer in Rivalität mit 8 erfahrenen Trainern. Jeder von ihnen hatte eine der Entwicklungen von Evoli zu seinem Partner auserkoren. Würdest du sie für mich herausfordern? Wenn du ihnen sagst, dass Ivan dich schickt, werden sie sich bestimmt auf einen Kampf einlassen. Wenn du alle 8 besiegen kannst, bekommst du von mir eine Belohnung für deine Mühen. Du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn du etwas über diese Trainer erfahren willst. Was? Immer hereinspaziert. Oh, du bist es. Wie kommt's voran? Möchtest du mehr erfahren? Ja, Aquana-Profi. Der wilde Whirlpool von Alola, so nannte man den Aquana-Profi. Enya. Eine Frau so bezaubernd wie die blaue See und gleichsam so unnachgiebig wie die Gezeiten. Ihr Aquana konnte mit seiner Hydropumpe sogar dicke Eisenplatten durchdringen. Wow. Enya stammte aus Mele Mele. Und wie ich gehört habe, wurde sie Lehrerin. Das alles ist 30 Jahre her, aber vielleicht helfen dir diese Hinweise, sie zu finden. Lehrerin ist die in der Schule? Da guck mal doch mal. Ja. Einfach mal gucken, ne? Wenn nicht, dann ein anderes Mal, aber ich guck mal fix. Okay. Trainerschule, Trainerschule. Wo finde ich die denn? Schwierig. Glaub, die ist oben, oder? Vielleicht können wir jetzt ganz hoch. Das ging nämlich früher nicht. Ja. Okay. So, wer bist denn du? Sieht so aus, als hättest du etwas trainiert. Ich drückte ja jetzt schon seit 30 Jahren die Schulbank. Denkst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Was bist denn du für einer? Ich bin der König der Trainerschule.
Gleich wirst du sehen, wie viel Training hinter den Attacken meines Teams steckt. Was? Okay. Ein Rasa. Ist klar, Alter. Welches Level? Welches Level? 30 Jahre Training. Boah, genau. Level 55 ist in Ordnung. Wir sind schneller. Boah, schade. Oh, jetzt geht die Wutanfallkacke wieder los. Das ist wie bei Halle in der Liga, ey. Tschüss. Okay, nice. Oh, EP-Teiler. Könnte ich... Oh, jetzt will er Nachthieb lernen. Krass. Könnte ich auch wieder ausmachen, aller andererseits, warum? So, Stärke 70, einer da greift bei der scharfen Klauen, eine hohe Falltrefferquote. Ja, 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 das ist nice. Okay, als nächstes kommt Lucario. Lucario, Lucario, das macht den alten Mulei froh. Okay, ein Lucario. Flammenwurf! Und tschüss! Nice! So, und jetzt? Eigentlich wollte ich ja zu der Aquanatusse. Jetzt kann ich da rein. Und das trotz all des Trainings. Jetzt weißt du, warum ich hier seit 30 Jahren ohne Abschluss die Schulbank drücke. Boah, RIP, ey. Das ist ja hart. Okay, bist du die Aquana-Frau? Willkommen, ich bin die Direktorin dieser Schule. Unter unseren ehemaligen Schülern befindet sich jetzt nur noch ein Captain, sondern auch ein Champ. Achso, nicht nur ein Captain, sondern auch ein Champ. Das erfüllt mich als Direktorin natürlich besonders mit Stolz. Aber es gibt immer noch einige Dinge, die du in der Trainerschule lernen möchtest, nicht wahr? Na gut, dann werde ich mit dir spielen. Okay. Schuldirektorin Fiona. Oh, Granbull AIDS. Warum muss ich jetzt gegen die Alte kämpfen? Er hat ein hartes Level. Das ist nicht gut, Leute. Könnte besser sein. Rüpp. Ich wechsle und gehe auf Matschbombe. Ja, ich muss ja neue einwechseln, ist ja klar. Und tschüss! So, Level 62. Nice. So, ein Akani hat sie noch, alles klar. Akani hat Turbo-Tempo, denke ich mal. Aber das macht nichts, alles cool. So, auf geht's! Siedewasser, Attacke! So, und ein Bissbark. Okay. Ein Bissbark zum Mitnehmen. Wir sind schneller.
Außer die hat die Ekeltaktik drauf. Hoffen wir mal nicht, ey. Okay, Z-Kraft. Auf geht's, Raichu. Mach mich stolz. Ah, ist okay. Und Paralyse, GG. Au! Ein KP, weil es mich lieb hat. Okay. Auch nicht schlecht. Donnerblitz. Und tschüss. Du hast ganz schön was drauf, das muss ich dir lassen. Yay, danke. Eine gute Lehrerin ist sich nie zu fein, auch von ihren Schülern zu lernen. Als Zeichen meines Respekts schenke ich dir eines meiner Lieblings-Items. Oh Leute, hier gibt's den Kingstein. Gibst du einem Pokémon den Kingstein zum Tragen, lassen seine Angriffe den Gegner gelegentlich zurückschrecken. Damit wäre der Unterricht beendet. Es war mir eine Freude. Brauche ich. Nice. Aber eigentlich habe ich die ja hier gar nicht gesucht. Wo ist denn die Aquanatusse? Bist du das? Du gehst aber nicht auf unsere Schule, oder? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Danke für den Follow. Bist du der Aquana-Profi? Ja, das bin ich. Ivan schickt dich, damit du gegen mich kämpfst. Ich habe nichts dagegen, aber beschwer dich nicht, wenn diese alte Frau dir eine Abreibung verpasst. Oh Gott! Ich schätze mal, wenn man alle 8 Aquana-Trainer besiegt, kriegt man diesen Evoli-Trainer, nicht Aquana-Trainer. Kriegt man diesen Evoli-Set-Kristall, oder? So, dann ist heute die erste dran. Mit ihrem Aquana. Da. Level 55, okay. Ja. So ist es halt. Ba. What? Ja, raste aus, ey. Sah lustig aus. Wow, wie die alle ausrasten. Komm schon, Volltreffer. Jawohl. Sehr schön. Raichu erreicht Level 62. Und gewonnen! Ich krieg endlich wieder Geld. Das ist auch gut. Selbst der stärkste Schauer legt sich einmal. Man kommt gegen die Zeit nicht an. Aquana und ich sind schon lange im Ruhestand. Heutzutage taugt seine Aquaknarre gerade einmal dazu, die Fenster der Schule zu putzen. Wie geht es Ivan denn überhaupt? Ja, der ist jetzt bei Aldi an der Kasse, ne? So. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Kapuriki. Gehört, wir können sein Wesen soft resetten. Das ist was wir unbedingt machen müssen. Also, erstmal heilen. Wo bin ich? Ah, hier. Ich und die Orientierung. Wieder Zorro, ey. Gut. Erstmal heilen. Mm-mm-mm-mm-mm.
So, Leute, wen habe ich denn gerade vorne? Wacho, ne, will ich erstmal nicht vorne haben. Raichu, du bist dran. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Können wir da hinfliegen? Wir können nach Lili I fliegen. Okay, das geht auch. Das geht auch. Ba, ba, ba. Und jetzt einfach gerade hoch, ne? What? Was ist denn hier los? Mulai! Hey, nicht aufhören! Macht mal schön weiter! What the fuck? What the fuck? Jedenfalls hat uns der Inselkönig einfach am Schlawittchen gepackt und gemeint, wir hätten doch eh nichts zu tun. Tja, und jetzt stehen wir hier. Pokémon-Kämpfe sind ja okay, aber Sumo-Ring im Alola-Style? Ich weiß ja nicht. Was? Sag mal, weißt du etwa nicht Bescheid? Team Skull ist aufgelöst, am Ende! Und darum versuchen wir stark genug zu werden, um anderen zu helfen. Quasi als Rettungsteam Skull oder so. What? Da guckst du Mulai, nicht wahr? Also ich nutze auch das, auch gerne das, ich nutze das auch gerne als Gelegenheit. Lesen wir es einfach so, wie es da steht, zum Trainieren. Okay. Ach, jetzt kann ich hier wieder nicht runter, ey, sinnlos. Geht doch die Treppe runter! Okay, hier haben wir Lili getroffen. Die ist jetzt aber in Kanto. Und ja, keine Ahnung, was sie da so macht. Auf nach Kanto. So, ich speichere mal hier, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Oh, die Brücke ist viel schöner als die alte, ey. Die alte Gammelbrücke am Anfang. Ich wollte gerade sagen, war hier nicht sogar eine Zigarettenzelle? Ja. Okay, wie viel Prozent habe ich denn jetzt? Das wird auch noch ein Akt, die alle zu finden. So. 76. So viele sind es gar nicht mehr. So viele sind es gar nicht mehr. Okay, dann speichere ich hier auch nochmal. So, hoffentlich geht das jetzt auch. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Ricky! Ah, du bist noch da. Nice. Rückkampf. Kaburiki erscheint. Sehr geil. Level 60. Elektroerzeuger wirkt. Was heißt das? Elektro... Okay. Überall Elektronik hier. Ja, ich schätze mal nicht, dass ich ihn paralysieren kann. Sowas geht nicht mehr, ne? Psychokinese. Okay. Warum werfe ich nicht einfach einen Flottball? Könnte ich auch machen. Runde 2 sollte noch gehen, ne? Flottball. Das habe ich jetzt total vergessen, dass ich die Dinger habe. Okay, das wirkt überhaupt nicht. Na da. Kaburiki hat wohl keinen Bock auf mich. Oh, uncool. Die Mucke, ey. Wie geil die doch ist.
So. Die Runden zählen sollten wir auch mal. Das war jetzt, glaube ich, Runde 3, ne? Oh, Volt Switch. Wo? What? Okay. Ich bin zu gut. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, der überlebt das Dicke. Ja, scheiße. Das ist fail. Okay, wartet mal. Dafür gibt's ja LR statt. Fail. Ist er mir einfach weggestorben. Oje, oje. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Also nochmal. Ja, das passiert öfter mal. Das kannst du mal ganz schwer einschätzen, wie stark die Viecher sind, ey. So. Versuch Nummer 2. Diesmal gehe ich aber instant auf den Flottball. Weil Runde 1 und so beste. Okay, Flottball. Damn, ich brauche dich für den Dex, für den Chillerpin. Okay. Ah, scheiße. Also noch ein Versuch. Au. Runde 2. Geh rein, Dicker. Geh rein, Dicker. Yes. Happen. Okay, das war richtig sexy. Geht doch. Neuer Deckseintrag für Capo Ricky. Zählt als Legi. Okay. 77% im Deck. Der neugierige und lebhafte Schutzpatron von Mele Mele. Es kann Gewitterwolken rufen und Blitze in seinem Körper speichern. Ist vom Typ Elektrofee und einfach nur ultra cool. Ruf mal. Jawohl. So, Spitzname, nein. Bericht. Lasches Wesen. Okay. Werde ich auf Scheu auf Tüsetten und dann mal schauen. Im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dann und ciao.